Wenn du dich für mechanische Tastaturen interessierst, hast du dich vielleicht schon mal gefragt, wie die Aluminiumgehäuse der Tastaturen eingefärbt werden. Häufig kommt das sogenannte Eloxalverfahren zum Zug. Das ist eine Oberflächenbehandlung vom Aluminium, wo du bewusst die Oberfläche oxidieren. Und im Zug dessen kann man die Oberfläche auch einfärben. Ich habe hier den Dreiknopf, den sogenannten Knob von Keychron Q2. Der besteht aus Aluminium und den will ich heute eloxieren. Bevor ich das aber machen kann, muss ich die bestehende Eloxalschicht entfernen. Dazu habe ich hier einen Eloxalentferner gekauft. Das Teil muss jetzt 10 Minuten hier drin liegen und dann sollte das Eloxal eigentlich wegkommen. Ich sehe schon, die Schicht löst sich ab. Jetzt muss ich es rausnehmen und abwaschen. Das kann ich jetzt noch mit normalem Wasser machen. Deeloxiert. Man sieht jetzt die typisch charakteristische silberne Farbe, wenn es eben keine Farbe hat für das Aluminium. Ich kann jetzt mit der chemischen Vorbehandlung weitermachen. Rein. Auch in diesem Bad muss es jetzt so 10 Minuten, 4 Stunden drinnen bleiben, bis ich weitermachen kann. Jetzt geht es im nächsten Schritt in die anodische Oxidation. Aber zuerst muss ich es noch in destilliertem Wasser abschwenken. Jetzt sollte ich aufpassen, dass ich es ja nicht mehr mit den Hängen anlänge, damit sich keine Fettschicht drauf bildet, weil sonst funktioniert das Eloxieren nicht, an dieser Stelle nicht so wie gewünscht. Dann würde ich mich jetzt daran machen, das Ganze weiter vorzubereiten. Ich muss das Werkstück, in dem Fall den Dreiknopf, an einem Titandraht befestigen. Mal schauen, wie das irgendwie gescheit arbeitet, weil jetzt die Form ist jetzt nicht die einfachste. Irgendwie ist es gegangen. Jetzt würde es in die nächste Phase gehen, in die Vorbereitung von dem Eloxalbad da hier. Nein! Wie willst du das machen? Ich muss da irgendwo. Wow! Auf diesen seitlichen da hier muss ich den Minuspol befestigen und am Werkstück den Pluspol. Dann nachher so umwickeln. Wow. Jetzt tue ich ihn einfach hier dran, die Klemme. Auf dieser Seite. Noch reinhängen, möglichst weit unten, damit ich auch nicht die Tonne von dieser Flüssigkeit brauche. Eloxal-Elektrolyt beigeben. Jetzt muss ich das Netzteil anlassen und muss gewisse Ampere draufgeben, nach Oberfläche. Die Regel, die sie angeben, ist pro Quadrat Dezimeter 1,5 Ampere. Ich habe jetzt ausgerechnet rund 4 Quadratzentimeter, was 0,06 Ampere würde ergeben. Jetzt muss ich etwa 50 Minuten in diesem Bad lassen. Während der Dreiknopf jetzt hier in diesem Bad schwimmt, habe ich zwei Herdplatten vorbereitet. Die erste hier muss ich jetzt das Wasser auf 50 bis 60 Grad aufheizen und das Färbemittel rein tun. Ich jetzt mal probieren, 1,5 Gramm abzumessen. Fünf bis 20 Minuten. Es war lang genug da innen. Jetzt muss ich es abspülen. Und das jetzt mal da rein ins Bad, wo es noch mal ein paar Minuten brodeln muss. Das Teil war jetzt mehr als eine halbe Stunde innen. Es sieht eigentlich recht gleichmässig aus, in so einem schönen Hellblau. Wenn ich nachher oben drauf schaue, ist es ein bisschen dunkler. Aber was ich auch sehe, ist, oben nachher an einem Ort hat es gar nicht gegriffen, die Farbe. Alles in allem war das für mich eine sehr schöne Erfahrung. Es hat mich ein bisschen näher an das Verfahren angebracht. Das Ergebnis ist jetzt okay. Es ist nicht top, ich kann damit leben. Vielleicht probiere ich es dann nochmal. Aber wenn ich es nochmal probiere, dann ist ganz wichtig, grossem Handfinger an mich, Schutzbrille tragen. Ich habe die heute vergessen und das ist echt unverzeihlich. Wenn du so etwas probieren willst, trage Schutzbrille. Aber sonst, coole Erfahrung. Ich werde es wieder machen.